Letzte Vorbereitungen in seinem Münchner Atelier. Markus Heinsdorf baut in Tansania mit einheimischen Studierenden günstige Architektur. Und mein Konzept ist eben, einfachste Behausungen zu bauen in einer Form von mobilem Baukit und den dann sozusagen auch noch isolieren und dazu eben Müll, wenn man es so mal provokativ sagen will, dafür einzusetzen. Bauwerke faszinieren ihn. Der deutsche Pavillon auf der Expo 2010 in Shanghai, hier ein Modell, stammt von ihm. Und in Südafrika baute er bereits mit Plastikmüll. In Kontinenten wie Afrika haben wir auch diese riesigen Flüchtlingslager und wir haben ja mehrere Probleme inzwischen. Also einmal die Müllentsorgung, gerade auch in vielen Ländern, wo es keine geordneten Recycling-Systeme gibt, also der Plastikmüll in die Landschaft legt. Und so entstand in Südafrika 2015 der Ocean Dome mit einfachsten Mitteln. Gabionenkörbe wurden mit gereinigtem Plastikmüll von den Stränden Kapstadts gefüllt und später die einzelnen Elemente zusammengesetzt. Ein Bau aus Müll. Das ist ein hochgeeignetes Füllmaterial, um eine interessante Isolierfunktion zu bekommen. Markus Heinsdorf nennt das Low-Cost-Architektur, die er bei seinen vielen Reisen für Länder und Regionen mit großer Armut entworfen hat. Jetzt will er diese Grundidee für einfachste Behausungen in Tansania weiterentwickeln und dafür vor Ort einen Prototyp bauen. Für die stark wachsende Bevölkerung in Afrika will der 68-Jährige mit Hilfe seiner Kunst nach Problemlösungen suchen. Wir reden zwar über eine Kunstform, aber gleichzeitig reden wir auch über etwas, was auch durchaus sehr praktisch funktionieren kann und einsetzbar ist, vielleicht in vielen Regionen dieser Welt, vielleicht auch bei uns, warum nicht? Oft verfolgt er auch eine politische Botschaft. Schwimmwesten aus dem Mittelmeer verarbeitete er in den letzten Jahren. Zunächst für ein Leuchtenfeld in Schwaben und dann im Haus Europa im mittelfränkischen Rot. Damit will er auf die Flucht vieler Menschen aufmerksam machen. Auch seine Häuser im Klimadesign aus Abfall in Tansania, wie er sie nennt, werden für Aufsehen sorgen.